Letzte Rednerin der Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen, Dieter Janicek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Russland ist dabei, diesen Krieg in der Ukraine, diesen Angriffskrieg zu verlieren. Durch den heldenhaften Einsatz der ukrainischen Armee, aber auch der Zivilgesellschaft, aber auch durch die Unterstützung der Europäischen Union und auch durch die Wirtschaftssanktionen, die dazu führen werden, dass Russland in der Zukunft nicht mehr in der Lage sein wird, solche Kriege überhaupt ökonomisch aufzubringen. Das war richtig, das haben wir getan, das zu unterstützen. Und deswegen frage ich Sie schon sehr ernsthaft als AfD, in dieser Situation ist Ihr Antrag, den Sie heute im Bundestag stellen, dass Sie uns auffordern, wie ein kleines Schoßhündchen beim russischen imaginären Bären zu betteln um Gas. Das ist das, was Sie auffordern uns, dass wir betteln sollen bei Putin um Gas. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass seit 2 Wochen kein einziges Jota Gas mehr fließt und trotzdem die Gasspeicher voll sind in Deutschland, voller übrigens als im letzten Jahr. Dass das eine Leistung ist, auf die wir als Ampel auch mit Unterstützung der Union stolz sein können, dass wir diesen Weg gegangen sind. Was ist das für eine Partei, die ihr Interesse stellt gegen den deutschen Staat? Sie sind doch rechtsnational, so definieren Sie sich doch, aber in Wirklichkeit sind Sie nichts was anderes als Putins Vasallen. Wo ist eigentlich Ihre Würde in dieser Diskussion? Und in Ihrem ökonomischen Potpourri, was Sie aufwerfen, da erzählen Sie Dinge, wo die Unternehmer in diesem Land nur noch den Kopf schütteln. Heute Morgen hatte ich zum Beispiel die Truckindustrie bei mir. Die wollen wissen, wie die Ladeinfrastruktur angebracht wird. Die wollen nicht wissen, ob der Dieselpreis im Jahr 2030 bei 2,10 Euro liegt. Das interessiert die gar nicht mehr, weil die planen nicht mehr mit solchen Technologien. Günstige Energiepreise werden wir nur kriegen, wenn wir auf Energieeinsparung, Speichertechnologien, erneuerbare Energien setzen und das massiv ausbauen. Und das haben wir diesen Sommer auf den Weg gebracht mit 7 Gesetzespaketen. Und auch LNG ist notwendig, um die Gasimportstruktur zu diversifizieren. Das ist kein leichter Schritt gewesen, aber es war ein notwendiger. Und ich bin stolz darauf, dass wir das als Ampel gemeinsam in der Geschwindigkeit, Michael Kruse hat es gesagt, auf den Weg gebracht haben. Wir handeln, handeln, handeln und handeln jeden Tag. Was Ihnen einfällt in dieser Situation, ist nichts anderes als diese Schoßhundnummer bei Putin. Ich schäme mich für die AfD, solche Anträge hier in diesem Bundestag zu stellen. Das ist wirklich zum Schämen. Sie handeln gegen unser Land. Und was Sie hier vorschlagen, ist irre, um das mal auf den Punkt zu bringen, zu sagen, wir sollen zurückgehen in die 70er Jahre und uns abhängig machen von Russland, während wir dabei sind, erfolgreich, auch wenn es wehtut, auch wenn es Härten bringt. Und wir entlasten müssen, wir werden weiter entlasten, jetzt den Weg in die Unabhängigkeit zu gehen. Ich will kein Blutgeld zahlen, ich will nicht von Autokraten abhängig sein, die unsere eigene Friedensordnung bedrohen. Damit muss Schluss sein, und deswegen gehen wir entschieden diesen Weg voran. Vielen Dank.